Hi und herzlich willkommen. Heute zeige ich dir ein paar Designinspirationen mit Transferfolie in Leo- und Zebramuster und ein paar Tipps zum Verarbeiten der Transferfolie. Wenn dich das also interessiert, bleib dran. Falls dir das Video gefällt, gib dem Video einen Daumen hoch oder Feedback in die Kommentare. Und falls du noch nicht hast, würde ich mich freuen, wenn du meinen Kanal kostenfrei abonnierst. Das ist einmal die Reihenfolge der Designs heute und falls du nur die Designanleitungen sehen möchtest und die Tipps zur Verarbeitung nicht brauchst, dann schau einmal in die Infobox, dort verlinke ich dir die Uhrzeit zu den Designs jeweils, dann kannst du das schon mal überspringen. Beginnen wir einmal mit dem Wichtigsten, nämlich dem Kleber, womit ich die Folien verarbeite, denn das ist das A und O meiner Meinung nach. Ich habe da schon Verschiedenes ausprobiert, von normalem Kleber, der an der Luft trocknet, über andere Foliengele bis zu dem Tipp, dass man das Ganze eben mit Ultrabond versuchen sollte. Ja, was soll ich sagen, bei mir hat das alles nicht funktioniert. Ich war da irgendwie zu blöd für und ja, jetzt bin ich vor einigen Monaten auf das Foliengel von Fingerspitzengefühl gestoßen und habe mir gedacht, ich probiere es noch ein letztes Mal aus. Ja, und da bin ich jetzt auch komplett hängen geblieben. Das ist mein heiliger Gral geworden, denn seitdem ich das eben habe, kann ich auch endlich mit Transferfolien arbeiten. Das ist ein flüssiges Gel, würde ich sagen. Wie das Ganze jetzt zusammengesetzt ist, kann ich dir nicht sagen. Also ob da jetzt Kleber drin ist, damit das eben funktioniert oder sonstiges. Allerdings härtet dieses Gel nur unter UV aus, also nicht an der Luft oder sonstiges. Hiermit kannst du auch den Aufbau nicht modellieren oder es als Haftgel benutzen, da ich die Fragen jetzt auch schon öfter gestellt bekommen habe. Das ist kein Aufbaugel, sondern wirklich nur für die Folien. Du kannst es eventuell noch für Sticker oder Wraps verwenden, allerdings habe ich das jetzt noch nicht ausprobiert. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das gut funktioniert. Die Aushärtung ist allerdings hier super wichtig, falls du das auch zu Hause hast und das noch nicht so ganz funktioniert. Ich verwende eine Kombilampe, habe hier eine mit Low-Heat-Modus, eben dann noch 10, 30 und 60 Sekunden Timer und härte das gleich für genau 60 Sekunden unter der Lampe eben im normalen Modus dann aus. Wie die Aushärtezeit jetzt bei herkömmlichen Lampen mit Röhren ist, kann ich dir leider nicht sagen, da ich so eine Lampe nicht mehr habe. Da musst du mal selber ausprobieren, wie das Ganze dort dann aussieht. Nächster wichtiger Tipp, damit das Gel auch funktioniert, du darfst es nicht zu dünn und eben nicht zu dick auftragen. Das ist wirklich eine Sache vom Ausprobieren, da gibt es keine Maßeinheit oder sowas. Das ist wirklich eine Ausprobiersache. Ich würde sagen, das wird so dick oder dünn aufgetragen, wie man eben auch versiegeln würde. Aber da gehen die Meinungen auch wieder auseinander. Der eine versiegelt satt, der andere wirklich aufgekratzt und das ist eben ja wirklich eine Ausprobiersache. Dann habe ich heute eine Box mit hauptsächlich Leo- und Zebramuster. Ich verlinke dir alle Produkte aber einmal in der Infobox. Damit kommen wir jetzt auch gleich zu den Folien. Ich habe mir jetzt schon Stückchen abgeschnitten, die ich gleich eben brauchen werde, weil die in dem gesamten, ja in der gesamten Rolle ist sie mir einfach zu lang und dann schneide ich mir mal ein Stückchen ab. Wichtig bei Transferfolie ist, die haben halt jeweils natürlich zwei Seiten. Bei der Folie hier ist es jetzt ganz einfach zu erkennen, denn die Unterseite sieht sehr matt aus und eben ganz anders als die Musterseite. Hier ist eben wichtig, dass du die Unterseite, also die, die nicht so schön aussieht, eben dann auch auf den Nagel drückst. Denn wenn du das Ganze so rum mit der Oberseite auf den Nagel machen würdest, eben mit dem Motiv auf dem Nagel gehst, wird sich das Motiv nicht auf den Nagel übertragen. Das ist bei solchen Folien halt eben ganz einfach zu erkennen. Allerdings gibt es dann auch noch solche Folien, die eben auf transparenter Folie gedruckt sind. Da ist das Ganze ein bisschen schwerer zu erkennen. Am besten schaust du da wirklich richtig gegen das Licht, denn dann kannst du erkennen, dass es eine mattere Seite im Motiv gibt und eben eine glänzende. Die glänzende ist die obere Seite und die matte ist dann die, die auf den Nagel kommt. Der nächste Tipp ist, die Unterseite, die eben auf den Nagel kommt, einfach zu entfetten. Dafür nimmst du dir eine Zellette und etwas Cleaner und gehst damit dann über die Folie einmal drüber. Denn es kann aus verschiedenen Gründen sein, dass sich Fett oder Staubrückstände auf der Folie befinden und das kann eben dazu führen, dass das Motiv nicht auf den Nagel geht oder nur punktuell und andere ja, Stückchen quasi dann eben nicht übertragen werden. Und damit das dann eben nicht passiert, einfach kurz vorher entfetten. Hier ist aber wichtig, dass du einen Cleaner nimmst, der eben keine Öl- oder Duftstoffe enthält, sondern wirklich reines Isopropanol ist. Einfach aus dem Grund, weil du sonst natürlich wieder Fett und Rückstände auf der Folie hast, eben durch den ölhaltigen Cleaner. Natürlich musst du danach dann aufpassen, dass das Stück dann auch sauber bleibt, bis du sie eben verwendet hast. So, dann haben wir jetzt einmal die Grundlagen geklärt und starten mit den Designs. Das hinterlege ich dir mit Musik, da ich denke, dass das selbsterklärend ist. Ich hoffe, dass dir die Designs gefallen.
Ja, und das war's dann auch schon. Wie du sehen kannst, wird das Ganze jedes Mal ein wenig anders. Und das finde ich einfach auch so mega schön an Transferfolie, dass es immer irgendwie doch individuell ist und man das Ganze wirklich noch aufpimpen kann. Bei dem letzten Design hast du wahrscheinlich gesehen, dass ich mit Schwarz nachgearbeitet habe, weil die Folie dort eben ein bisschen zickig war und nicht komplett abgegangen ist. Da kann man das Ganze einfach noch so ein bisschen nacharbeiten. Ich finde das immer noch leichter, als wenn ich das komplette Zebramuster wirklich selber malen müsste. Sieht am Ende dann eigentlich genauso aus, wie als wäre die Folie komplett abgegangen. Das nochmal so als kleiner Nebentipp, falls dir sowas dann passieren sollte. Ja, das war's dann auch jetzt schon wieder mit dem Video. Ich hoffe, wie immer, dass dir das Video geholfen und gefallen hat. Ansonsten sage ich wie immer bis zum nächsten Mal. Bleib gesund, deine Sue.